Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Weiter in dem DLC der Schattenerbe. Und wir sollen uns mit Natakas treffen. Den habe ich schon markiert, ich bin auch dort schon hingereist. Und ja, dann schauen wir doch mal, was uns der Gute denn zu erzählen hat. Ich habe immer noch das Gefühl, da läuft doch irgendwas bei den Beten, weil der guckt nämlich immer so komisch. Naja, lass uns einfach mal überraschen, was uns die nächsten Folgen hier so bringen. Oder was wir alles so erfahren werden. So, okay. Dann reden wir doch mal. Das lädt schon wieder ewig lang. Wo ist dein Vater? Unterwegs. Das macht er manchmal so. Der kommt wieder. Dieses Haus. Kletter sagte, es gehörte einem Freund von ihr. Er wollte Achaia verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Verstehe. Dieser Ort hat etwas an sich. Es ist ein wunderbarer Ort. Friedlich. Das stimmt. Schade, dass wir nicht bleiben. Also, was jetzt? Wir laufen weiter davon. Wie immer. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. Er schaut schon wieder so. So bin ich aufgewachsen. aber im Ernst, dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Oh. Wir sind uns begegnet. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Malaka. Malaka. Okay. Was ist da los? Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann machen wir das Beste draus. Nee, der schaut schon so. Sie auch. Ich sollte Dareios und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Okay. Triff Kleta im äußeren Teil von Dynie. Dyme. 500 Milli. Ah, gehen wir doch mal hin. So, ran da. Verstehe, warum ich permanent Kopfgeld drauf habe, wie überhaupt das gemacht habe, Mensch. So, okay, was ist denn das für einer hier? Also was, den snacken wir jetzt schnell. Gut,
Sein könnte, dass wir vielleicht mal ein S1 oder so kriegen. Oder noch wollen mal, wir mal. S2, dass wir im Rand hier aussteigen. Ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Geh runter zu ihm, Mensch. Der soll nicht fahren. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Das stimmt. Echte Bande findet man selten. Vielleicht gebe ich gerade eines auf. Ich weiß es nicht. Schiffsführerin! Einen Moment! Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten, aber wir wissen nicht, worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein! Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Wir werden nicht untergehen. Ich versenke jedes einzelne Schiff. Wie? Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odem der Chimera. Sofort, Schiffsführerin. Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Natakas und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Cassandra. Aber die Waffe habe ich ja voll aufgestuft in der letzten Folge. Bevor es zu spät ist. Neue Quest, Schlund von Leviathan. Schauen wir mal, wie viele sind denn das? Oh, wow, wow, wow. Das sind schon ein paar, okay. Schiffsführerin, der Odem der Chimera ist bereit und wartet auf deinen Befehl. Danke, Barnabas. Okay. Dann schauen wir mal, was wir tun. Beeilt euch! Pfeile bereit!
Easy peasy. Sie jetzt wahrscheinlich. Der Orkan Fehler. Sie ist auf diesem Schiff. Ach du Scheiße. Unser Schiff ist schon stark jetzt. Da ist er auch kaputt. Gar nichts. Orkan, es muss niemand mehr sterben. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte, gib mir eine Chance. Die hattest du. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Meine Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Du bist eine verdorbene Fila. Was? Ich weiß, was ich bin. Amorgis gab mir ein Ziel. Er leitete mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan. Du musst
musst niemandem etwas beweisen, Fila. Du musst nicht der Orkan sein. Du kannst einfach nur du sein. Das reicht schon. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein. Aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein. Ich bestimme über mein Schicksal. Ich bestimme über meine Zukunft. Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns. Sie braucht dich, Kletter. Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Mate! Alter Schwede. Du bist meine Tochter, Fila. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Mate! Das ist alles deine Schuld, Adlerfrau. Deine Schuld! Oh, ich hab doch gar nichts gemacht, Mensch. Alter, warum bin ich tot? Mann, was ist denn hier los? Die lief doch ganz gut bis jetzt. Habe ich irgendwie einen Feuer dort gekriegt oder sowas? Alter Schwede. Okay. Da machen wir es halt auf den zweiten Versuch. Okay, was ist jetzt? Oh nee. Hey. Kann ich das nicht überspringen? Alles gut? Kann ich etwas... Komm. Ich habe Sturm. Ich will... Ich... Du bist nicht... Nein. Bitte. Kletter nicht, tut mir leid. Okay, ich hätte es gleich machen können. Hilfe! Ich bin jetzt zu Ende, du hältst mich nicht auf!
Du auch nicht, du Bitch! Sturmbezwinger. Steh auf! Beende deinen Auftrag, Orkan! Es ist Amorges Wille! Wir sind nicht deine Feinde, Fila. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Lass dir deine Menschlichkeit nicht von ihnen nehmen. Steh auf und kämpfe! Ah, jetzt habe ich mich andersrum gemacht. Vielleicht überlebt sie ja dann. Für Menschen wie uns gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden wird. Vergib mir. Ich hätte niemals. Ich bin stolz auf dich. Das war ich schon immer. Hörst du? Ich war immer stolz auf dich. Du bist meine Tochter. Das wirst du immer sein. Wir werden wieder segeln, Mord. So wie früher. Das lebt wenigstens ihre Mutter noch. So wie wir es früher taten. Vater. Die See ist wieder sicher. Wir sollten hier weg, solange wir noch können. Mein kleines Mädchen. Martha ist da. Ich bin da. Da haben wir eigentlich gedacht, wir machen es zum Guten, dass halt ihre Tochter halt hier bleibt und alles, aber dann ist es doch ganz anders gekommen. Und beim zweiten Versuch haben wir es komplett umgekehrt gemacht und jetzt lebt die Mutter noch, okay. Ich sollte sie verabschieden. Okay, wir haben jetzt den Richterspruch des Löwen bekommen. Und mit dem müssen wir parieren, damit wir Gesundheit regenerieren. Wenn wir uns doch gleich mal reintun als Zwotwaffe. Okay. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Ich finde, beschaffe den Schatz des Bajantides. Wo ist denn das? Warte mal, wir gehen jetzt erstmal schon ins Inventar. Da ist er auch schon. Und die wollte ich gerne nochmal zum Schmied und hochballern und noch vielleicht eine Gravur reinsetzen. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen, Leute. Da haben wir noch eine Quest offen. Oder zwei Quests noch. Machen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dran seid. Oder wieder zuschaut. Und wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.